hallo an die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr euch in die Mittagssitze getraut habt und doch, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin Bea und ich habe euch heute den Erdbeerkönig von Deutschland mitgebracht. Ich freue mich sehr, ihr seid alle schon am Naschen. Das Motto ist heute Erdbeeren statt Popcorn. Also gönnt euch. Wir sind heute hier auf dem Machen-Festival und es geht darum, um produktiv, um Unternehmerschaft. Und wir haben den sogenannten Erdbeerkönig heute hier. Ich muss irgendwann mal an einem neuen Namen arbeiten. Ich finde den gar nicht so darauf, cool. Darauf wäre ich tatsächlich als nächstes gekommen. Du hast angefangen, Robert Dahl. Er hat mit 22 Jahren ist er in das Erdbeerbusiness eingestiegen als Obstbauer. Und mittlerweile hat er aus ursprünglich 10 Hektar 300 Hektar Erdbeerfelder gemacht. Und mittlerweile ist er aber nicht nur Erdbeerbauer, sondern auch Freizeitparkunternehmer, Gastronom und Hotelier. Was ist dein Kerngeschäft? Was machst du? Also wenn ich kann mich für vieles sehr stark begeistern, aber wenn ich so auf dem Erdbeerfeld bin morgens, gerade jetzt so in dieser Zeit oder auch etwas früher im Frühjahr, dann bin ich sehr stark Erdbeerbauer und freue mich da auch drüber, dass ich das auch bin. Wie oft bist du noch auf dem Feld? Also wie oft wirklich bist du mit der Landwirtschaft noch zugange? Also auf jeden Fall einmal in der Woche, meistens sonntags oder samstags mache ich so eine kleine Rundfahrt und ich versuche es ein bisschen öfter, aber einmal die Woche. Wer von euch kennt denn alles Karls Erdbeerhof? Und wer war alles schon mal da? Okay, und wessen Urlaube beispielsweise an die Ostsee wurden genauso geprägt von den Besuchen bei Karls Erdbeerhof wie meine Urlaube damals? Okay, das heißt, zum Karls Erdbeerhof, ihr habt gerade schon die Bilder gesehen, müssen wir eher weniger aktuell verlieren. Was ich mich gefragt habe, es gibt ja so viele Freizeitparks heutzutage, auch in Deutschland. Wir haben das Phantasialand, Europapark, Serengeti, Legoland, Belantis ist nicht weit weg von hier. Wieso geht man zum Karls Erdbeerhof? Ha, da hast du gerade die richtigen aufgezählt. Also weil wir schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal sozusagen haben, wo wir viel Wert drauf legen. Wir sind ja so langsam erst reingeschlittert in diese Freizeitparkbranche. Am Anfang haben wir es selber gar nicht realisiert, aber irgendwann haben andere Leute uns gesagt, dass wir ein Freizeitpark sind und so nach und nach haben wir es dann auch angenommen. Aber wir nehmen ja keinen Eintritt per se. Also es gibt kein Gate, wo man eben bezahlen muss. Man kann eben für einzelne Rides oder Attraktionen etwas bezahlen, aber wir legen bei der Planung unserer Erlebnisdörfer immer viel Wert darauf, dass es auch wirklich viele Dinge gibt, die gar nichts kosten. Auch sehr attraktive Dinge, damit die Schwelle quasi Karls zu besuchen sehr niedrig ist und man das selber bestimmen kann, ob man Geld ausgibt und wenn ja, wie viel. Und wenn da eine Kita-Gruppe ist, die gar kein Geld ausgibt, dann ist das trotzdem für uns ganz hervorragend, weil das natürlich wunderschön aussieht, wenn da viele Menschen sind und vielleicht kommen die mit ihren Eltern ja doch nochmal wieder. Aber wie schafft ihr es dann tatsächlich, dass das Geld am Ende reinkommt? Weil ihr seid ja, um ehrlich zu sein, ihr seid nicht gemeinnützig, ihr seid trotzdem am Ende ein Unternehmen und tätigt ja regelmäßig riesige Investitionen. Stimmt. Nee, unser Plan ist, also so viel Geld zu machen, wie es geht, weil wir haben ja große Pläne und wir sind nicht gemeinnützig. Aber wir versuchen natürlich zu verführen, ein Glas Erdbeermarmelade zum Beispiel zu kaufen, weil es so lecker riecht, oder ein Stück Kuchen zu essen oder etwas anderes zu kaufen oder vielleicht doch es gibt so ein neues Produkt bei uns, das ist das Karls Abo, wo man für 3 Euro im Monat alle Erlebnisdörfer so oft besuchen kann, wie man will und die Dinge, die normalerweise Geld kosten, kosten dann eben nichts und das sind alles so diese Einnahmequellen, die wir haben, natürlich auch Hotellerie etc., wo wir in der Summe gut klarkommen. Also über die starke Frequenz, die das bringt, dann auch natürlich auch versuchen, unser Geschäft zu machen. Wenn ihr von euren Kunden redet, redet ihr offiziell auch auf euren Plattformen von Fans. Ist das nicht ein bisschen selbstverliebt? Ein bisschen. Aber es stimmt leider. Und die insofern noch selbstverliebt. Aber nein, wir reden von Fans. Ja, das ist eine Kritik. Okay, da muss ich jetzt nachher mal in Ruhe drüber nachdenken. aber es ist wirklich so, ihr habt das vielleicht mitbekommen, an unserem Standort in Elstal. Ich war doch heute Morgen bei Berlin, da hat es neulich ganz fürchterlich gebrannt. Und diese Arten von Zuschriften, die wir dann kriegen, in so einem Fall zum Beispiel auf Social Media und so weiter, das ist wirklich gegenseitige Liebe. Also das ist mehr als Kunde, also da, wie da Anteil genommen wird. Was kam da zum Beispiel?
ach, alles mögliche an Hilfsangeboten. Es gab sogar 16 Fans, also ja, Kunden von Karls, die haben vorgeschlagen, eine Spendensammelaktion zu starten. Und das haben wir natürlich abgelehnt, weil, wie gesagt, wir sind kein gemeinnütziger Verein oder so, wir sind ein ganz normales Unternehmen und haben auch eine Versicherung, Gott sei Dank, wenn es brennt. Aber solche Sachen kommen dann, oder ganz viele Leute haben uns Asyl für unsere Tiere, weil unter anderem ist ja der Stall da abgebrannt, wo unsere Tiere drin waren, die haben aber Gott sei Dank alle überlebt. Und dann haben uns mehrere Leute, auch der Zoo Berlin zum Beispiel, Asyl für unsere Tiere angeboten, und 4 Kamerun-Schafe haben wir dann auch in den Zoo Berlin gebracht. Und das sind alles so Dinge, die da so irgendwie bei Karls passieren. Und ich glaube, das ist nicht immer selbstverständlich. Du bist ja alleiniger Geschäftsführer. Deine Schwester ist Leiterin der Personalabteilung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es ist ja trotzdem, bleibt es ja sehr stark in der Familie. Ihr habt so viele verschiedene Baustellen. Ihr habt die Landwirtschaft, ihr habt die Gastronomie. Wo siehst du deine Funktion? Weil schließlich, du kannst ja nicht überall gleichzeitig sein. Und dann kommt der Brand hinzu, dann kommen andere. Also auf jeden Fall liebe ich an Karls, dass wir so in eigentlich allen Facetten unsere Kreativität ausleben können. Das ist so ein Steckenpferd auf jeden Fall auch von mir. Und dafür zu sorgen, dass es dann auch passiert, also dass nicht nur Ideen geboren werden oder an uns herangetragen werden, sondern dass auch das dann in die Umsetzung kommt, dafür auch die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Überhaupt, also meine Aufgabe ja, was ist die, irgendwie Karls so auf Kurs zu halten, darauf zu achten, dass wir irgendwie liebenswert bleiben, dass unsere Seele nicht verloren geht, dass wir uns auch um sehr, 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 sehr kleine Dinge kümmern. Und sowas. Ich versuche möglichst meine Tage immer so unterschiedlich, wie es irgendwie geht, zu organisieren. Ich bin nicht so ein Routinetyp. Ich kann nicht irgendwie montags morgens um 9 jede Woche irgendeinen wichtigen Termin immer den gleichen oder so machen, weil ich dann schon beim dritten Mal nicht mehr da bin, weil mir das irgendwie dann zu routiniert wird und so. Und das ist so mein Job, überall eigentlich und nirgends zu sein. Du hast gerade davon gesprochen, dass du die Kanäle schaffen wirst, um die Ideen quasi wach zu halten. Was sind das für Kanäle? Wie viel Mitarbeiter habt ihr überhaupt? Und wie schafft ihr, dass die Innovation immer auch dann am Ende zu dir nach oben kommt? Genau, also es gibt festangestellt bei Karls ja so um die 1000 Mitarbeiter, die ganzjährig bei Karls arbeiten. Im Sommer, weil wir in Saisonbetrieb sind, natürlich viel, viel mehr. Im Moment etwas über 4000. Und es gibt also im Wesentlichen 2 Apps, die uns dabei helfen, also in der Kommunikation. Das eine ist unsere PEP-App, die also Personaleinsatzplanung, da so war die mal geboren, dass das eigentlich so ein Planungstool ist für die Dienstpläne. Das ist für alle Mitarbeiter, die nicht im Landwirtschaftsbetrieb arbeiten. Und da gibt es einen Button, da steht drauf, Nachricht an Robert. Und da kriege ich halt viel, also man springt dann von da in einen ganz normalen Messenger und dann, da kriege ich halt Nachrichten von den Leuten, die in den Erlebnisdörfern arbeiten, Ideen, auch Probleme natürlich. Und das Gleiche gibt es auch für unsere Erdbeerpflücker, die Erdbeer-App. Wo dann die Erdbeerpflücker eben auch mir eine Nachricht schreiben können, wenn es da mal irgendein Problem oder so gibt. Und so versuche ich da möglichst nahe überall dran zu bleiben und auch Ideen dann schnell in die Umsetzung zu bringen. Wie oft trödelt da was ein? Ja, auf jeden Fall ja jeden Tag. Okay. Unterschiedlich viel. Also so, das ist jetzt aber auch nicht ausufernd. Also so, ich würde mal sagen, im Schnitt sind das so in der Hauptsaison 15 Nachrichten pro Tag. Und sonst außerhalb der Hauptsaison so 5 bis 10. Und die beantwortest du tatsächlich auch alle persönlich oder landet es am Ende doch wieder im Sekretariat? Unterschiedlich, also einige davon beantwortet meine Schwester Ulrike. Und wenn es so mehr um dienstplanerische oder auch Unzufriedenheiten gibt, die das Beschäftigungsverhältnis irgendwie angeht. Und bei technischen Sachen oder bei Ideen oder so, da beantworte ich das. Also da schreiben wir auch, mir schreibt auch ein Erdbeerpflücker, dass in unserem einen Hostel das Duschwasser kalt ist. Und auch das ist natürlich super wichtig, wenn die duschen wollen und das Wasser ist kalt. Und ich kümmere mich halt wirklich gerne drum, damit es da nicht zu Unzufriedenheiten kommt. Wir sind ungefähr bei der Mitte der Diskussion angekommen. Ich würde euch gerne die Möglichkeit geben, selbst mit in die Diskussion einzusteigen. Deswegen macht euch gerne bemerkbar, entweder durch Handzeichen, aufstehen, rufen, springen, Erdbeeren werfen und mit dem Mund auffangen. Seid kreativ. Ich sehe dort hinten die erste Meldung. Schießt gerne mit rein. Okay, man kann mich hören. Ja, hallo. Gerne einmal vorstellen. Wir sind ja hier ganz privat und unter uns. Okay, kriegt keiner mit. Genau. Mein Name ist Alexander Freigang. Ich arbeite als Produktmanager/Product Owner. Und ich muss sagen, ich bin Bewunderer von der ganzen Karls-Entwicklung. Bin auf dem Weg zur Ostsee natürlich, wie alle Eltern,
kommt man nicht an den DAS, ohne in Rövershagen anzuhalten. Und ich habe mich immer gefragt, wie Sie eigentlich die Entscheidung treffen, was als nächstes hinzugefügt wird. Also wo kommt das her? Also es gibt da viele Ideen, ist klar, aber am Ende muss man sich entscheiden. Wie macht ihr das? Also wir diskutieren da wirklich leidenschaftlich drum und es gibt da so in der Weiterentwicklung von Karls ein Team von so inzwischen je nach Aufgabe 5 bis 10 Personen. Also das sind insbesondere unsere Attraction Designer, Architekten, aber auch unsere Projektmanagerin, die unsere ganzen Bauprojekte leitet, die Karls auch schon sehr, sehr viele Jahre kennt. Und und dann diskutieren wir halt, entwerfen, machen Pläne, verwerfen Pläne. Also da sind wir auch meisterlich drin, 18 verschiedene Planungen für einen Bereich zu machen und 18 zu verwerfen und dann vielleicht auch den zweiten wieder zu nehmen und so. Aber so entsteht das. Also wir haben da nicht so einen ganz stringenten Plan. Das ist auch oft alles sehr spontan. Darf ich noch was anfügen als Folge? Kontrollieren Sie auch, ob das dann funktioniert hat, wird auch mal was weggeworfen, neu gemacht oder da steckt man nicht drin. Sieht immer aus wie alles geplant, immer Punktlandung und es ist auch immer fantastisch. Ja, das ist, wir beobachten das natürlich super genau und sind aber auch überhaupt nicht bange dabei, Dinge zu verwerfen, auch relativ schnell. Weil, also eins habe ich auf jeden Fall gelernt, das, was nicht am Anfang funktioniert, das funktioniert auch irgendwann nicht mehr. Also das ist, also wir haben schon ab und zu mal das probiert, darauf zu warten, so nach dem Motto, na, das wird sich schon einlaufen. Das ist aber noch nie passiert. Also wir verabschieden uns auch schnell von Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Vielen, vielen Dank. Apropos Learnings, in unserem Vorgespräch hast du davon erzählt, dass ein wichtiger Mentor Hans Leplow von der Marke, oder er hat früher die Marke Closed, ihr kennt sie vielleicht von den Einkaufsmalls, Jeans und Co., dass das ein wichtiger Mentor für dich war und ist. Erste Frage: Wie habt ihr euch getroffen? Woher kommt die Verbindung? Und zweite Frage, was kann ein Erdbeer-Imperium, nennen wir es mal, von einer Modemarke lernen? Wo sind da die Verbindungen? Ja, das ist, also was hat uns zusammengebracht? Vor 16 Jahren haben wir uns kennengelernt. Der ist übrigens der Hans Leplow, der Gründer und der Aufbauer der Marke Closed Klamotten. Der ist 93 Jahre alt. Der ist meine Cousine Christina, die ist da schon seit 20 Jahren Designerin. So sind wir zusammengekommen. Der hat mich dann irgendwann mal in Rövershagen angesprochen und sagte, Mensch, wir haben eine Verbindung, ihre Cousine ist bei uns Designerin. Und dann haben wir uns halt sehr angefreundet. Und was kann der für einen Erdbeerbauern tun, so als Klamottenhersteller und so weiter? Die Probleme sind doch bei allen Unternehmen wirklich die gleichen. Ganz egal, ob ich eine Eisdiele habe, eine Schusterei, einen Online-Shop für Hundefutter oder so. Es ist ja immer irgendwo Personalfragen, Logistikfragen, Geldfragen, Finanzierungsfragen, Marketingfragen und so weiter. Das alles ist eben closed auch. Und Hans Leplow, das ist ja wie gesagt 93 Jahre alt, hat eine Menge Lebenserfahrung, ist Gott sei Dank immer noch topfit im Kopf und wir treffen uns so alle 6 Wochen und der hat mich wirklich zu einer Sache gebracht, das ist vielleicht, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass wir uns Stück für Stück von Fremdkapital befreit haben. Also dass wir also die Verlockung jetzt gut in der höheren Zinsphase ist jetzt nicht mehr ganz so, aber es gab auch Phasen vor 5 Jahren, da hätten wir uns mit Geld so vollsaugen können bis zum Gehtnichtmehr. Jeden Tag haben uns Leute Geld angeboten und dazu widerstehen, das ist wirklich eine, da muss man richtig standhaft bei sein und da hat der mir enorm geholfen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil in solchen Zeiten wie jetzt ist es dann schön, wenn man nicht irgendwie einen riesen Schuldenberg mit sich rumschleppt. Aber genau, wieso habt ihr es abgelehnt? Einfach, weil man besser schlafen kann, weil man freier ist, weil man unabhängig ist, weil man nicht ganz so unter Druck gerät, weil man auch mal Dinge ausprobieren kann, von denen man nicht genau weiß, ob sie wirklich funktionieren und weil man stärker auf sein Bauchgefühl hören kann und nicht alles 100-fach durchrechnet haben muss. Wenn man natürlich eine hohe Finanzlast mit sich rumschleppt, dann wächst ja die Gefahr, dass man also Fehlgriffe, dass die eben auch schlecht enden. Und insofern, ja, ich bin da heute total von überzeugt, dass das Richtige ist. Er hat aber ein paar Jahre auch dafür gebraucht, mich davon zu überzeugen. Und was zum Beispiel hättet ihr nicht ausprobiert? Was denkst du, was, wenn ihr zum Beispiel einen Investor im Nacken gehabt hättet? Hast du ein Beispiel? Ich glaube, ganz vieles, weil wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt einen Betrieb gegründet, das Rittergut von Barbie. Ein wunderschöner Betrieb, also fahrt mal nach Lohburg bitte, wenn ihr Zeit habt, da kann man wunderbar selbstgebackene Torte essen. Es gibt da inzwischen auch tolle Apartments und eine Bonbon-Manufaktur und Deutschlands größte Walnussplantage im Übrigen. Und also dieser Betrieb, da hätte jeder Banker wahrscheinlich ab sofort gesagt,
weg mit dem Mann. Also der darf überhaupt gar nichts mehr machen, weil das ist eine ganz schwierige Aufgabe, die wir da uns vorgenommen haben und diesen Betrieb so in die schwarzen Zahlen sozusagen zu führen. 9 Jahre machen wir das da schon in Sachsen-Anhalt, aber wir bekommen das hin. Wir sind da auf einem ganz guten Weg, jedes Jahr ein bisschen besser. Und das, aber sowas zum Beispiel, das hätten wir definitiv nicht gemacht. Und das ist ja sehr schade. Meine Mutter ist da geboren und dieses schöne alte Rittergut, das würde dann wahrscheinlich gar nicht mehr da stehen. Gibt es dann bald die Stadt Karl die Erdbeere, Walli die Walnuss? Ist eine gute Idee. Habe ich noch nicht überlegt, aber ja, klingt gut. Okay, da kommen wir dann nochmal darauf zurück. Was ist denn mal wirklich deftig schiefgegangen? Also wir sind hier beim Startup-Festival. Was ist ein Startup-Festival ohne echte Fuck-Ups? Echte Fuck-Ups. Oh, massenhaft. Aber das Schlimmste, was ich je fabriziert habe, das ist schon etwas länger her. Da war ich 29 und hatte gerade meine Frau kennengelernt und war natürlich stark verliebt, auch nicht ganz klar im Kopf zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gemeinsam so einen alten Mühlenhof in der Nähe von Rostock entdeckt sozusagen. Ich habe den dann auch gekauft, steht unter Denkmalschutz. Und wir haben dann, was eine ziemlich dämliche Idee war, unweit von Rövershagen einen ähnlichen Betrieb wie den in Rövershagen gegründet. Also wirklich nur wenige Kilometer entfernt. Das ist so gnadenlos in die Hose gegangen. Und das hat uns auch so 2-3 Jahre finanziell so an den Rand gebracht, dass wir so gerade eben da so durchgeschlängelt sind irgendwie. Ich musste mir auch ein bisschen Geld entleihen von Bekannten und so weiter. Und das hat lange gesessen. Also es wirkt eigentlich bis heute nach, muss ich sagen. Dass so diese da eine gewisse Vorsicht draus erwachsen ist, doch ein bisschen besser nachzudenken bei einigen Dingen. Ihr seid ja jetzt gerade groß im Aufbau bei Elstal, da warst du ja heute auch, und wollt auch kräftig Hotellerie ausbauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt diesen Betrieb schon und jetzt wächst er quasi zunehmend. Direkt daneben ist ja die Döbritzer Heide, das ist ein Naturschutzgebiet. Und ich habe aus den Medien entnommen, dass ihr da nicht nur Zuspruch bekommen habt, dass ihr da so auf Wachstumskurs aus seid. Habt ihr das mittlerweile gelöst? Habt ihr einen Mittelweg gefunden? Wie funktioniert das schon? Also das ist so, wir haben dann so Stück für Stück dieses Genehmigungsverfahren, das ging über viele Jahre. Und wir haben dann Stück für Stück so eigentlich so einen Satz geprägt, dass wir an dem Standort beweisen wollen, dass also Ökonomie und Ökologie nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Und diese Naturferiensiedlung, die wir da bauen, die ist ziemlich groß, das ist richtig. Jetzt stehen da aber russische Kasernen. Der Boden ist stark kontaminiert mit Kampfmitteln und auch anderen Stoffen. Das wird sukzessive, 50% davon haben wir jetzt schon im Grunde geborgen und gesäubert. Und wir werden diesen Ferienpark so aufbauen mit so Konzepten, Stege statt Wege zum Beispiel. Also wir lassen dort die Flora und Fauna einfach so gedeihen. Es wird da keine Gärtner geben, die da irgendwas mähen und so weiter. Das ist aber auch im Laufe dieses Prozesses, auch durch den Gegenwind, den wir da zum Teil bekommen haben, entstanden. Und jetzt würde ich das heute so einschätzen, dass wir mit unseren Nachbarn, also mit den Naturschutzverbänden, aber auch der Sihlmann Naturlandschaft doch sehr, sehr eng zusammenarbeiten und auch konstruktiv. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den sogenannten Communities an anderen Standorten? Ja, Communities, also da, wo wir sind, da versuchen wir uns schon sehr stark einzubringen. Unweit von hier in Döbeln, wo wir jetzt zum Beispiel ja gerade unser neues Erlebnisdorf bauen zwischen Leipzig und Dresden, da beginnt das eigentlich auch schon, bevor wir überhaupt anfangen, dass wir irgendwie Teil vom Stadtmarketing-Werbering sind oder angefragt werden von der Freiwilligen Feuerwehr, ob wir das Weihnachtsfest irgendwie sponsoren können oder natürlich örtliche Sportvereine oder soziale Zwecke. Und wir versuchen auch einfach zu vielen Dingen Ja zu sagen, um irgendwie dabei zu sein, unsere Mitarbeiter auch an den Standorten mit davon zu begeistern, irgendwie Teil dieser Community zu werden, das alles sehr ernst zu nehmen, die Leute. Und ich persönlich bin da auch eben mit vielen in Kontakt. Ich habe eine leidenschaftlich große Sammlung an Kontakten in meinem Handy und halte auch wirklich immer persönlichen Kontakt zu jedem Sportvereinsvorsitzenden und verfolge das immer alles so ein bisschen mit und versuche auch immer mal hier und da hinzugehen zu Veranstaltungen. Und so ist es schon so, dass wir da, wo wir sind, glaube ich, immer auch ein ziemlich guter Part in der Community sind. Also, dass die Leute spüren, dass wir da nicht nur nehmen, sondern auch versuchen, viel zu geben. Wie ist das mit Stichwort Fachkräftemangel? Ihr seid ja oft eher im ländlichen Gebiet. Ist es so, dass ihr tatsächlich Arbeitsplätze schafft, dass Menschen auch dorthin ziehen, um bei euch zu arbeiten? Oder könnt ihr da quasi lokale Ressourcen schöpfen? Wie geht ihr mit dieser Thematik um?
Also vielschichtig. Also Wohnraum ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir sind gerade dabei mit einer Firma aus Hamburg zusammen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, aber wir sind auf einem super Weg, so Mikro-Apartments zu entwickeln, also bezahlbaren Wohnraum. Das ist ja ein mega Buzzword sozusagen im Moment, weil es ein Problem ist. Und wir wollen an unserem Standort in Berlin, das ist ja inzwischen unser größter und mit Abstand wird es irgendwann der allergrößte Standort, einen eigenen Karls-Campus bauen, wo eben so bezahlbarer Wohnraum auch angeboten wird. Das spielt dabei eine große Rolle, aber vor allem auch die Flexibilität in der Art und Weise, welche Ansprüche wir stellen. Meine Schwester Ulrike, die ist da ja mit ihrem Team sehr innovativ und wir haben uns vor 2 Jahren sogar dahingehend geöffnet, dass wir nicht mehr darauf bestehen, dass Mitarbeiter bei Karls Deutsch sprechen müssen. Also es ist nicht mehr eine Voraussetzung, um bei Karls zu arbeiten, Deutsch zu sprechen. Und wir haben Namensschilder eingeführt, wo die Flaggen der Sprachen, die man spricht, wenn das jetzt zum Beispiel ein Pole ist, aber der auch noch Englisch spricht, aber kein Deutsch, dass denn die polnische und die englische Flagge mit auf seinem Namensschild stehen, sodass unsere Kunden das erkennen und dann oft in deren Muttersprache oder in der Sprache, die sie noch sprechen, mit denen kommunizieren können. Auch Russisch zum Beispiel spielt da eine große Rolle, wenn Leute aus Kirgisistan kommen zum Beispiel zu uns zum Arbeiten und eben auch Russisch sprechen. Und gerade hier in den 9 Bundesländern gibt es immer noch viele Menschen, die auch ein paar Brocken Russisch können. Und dann erlebt man so Situationen bei Karls an der Kasse, in der Hofküche oder so, dass Leute mit unserer Kassiererin Russisch sprechen, weil sie es können. Und so, also wir sind da sehr, sehr offen inzwischen. Und deswegen gibt es wirklich bei Karls keinen richtigen Fachkräftemangel. Also Ulrike, die besetzt jede Stelle, die schafft das irgendwie, aber durch extreme Offenheit, durch Lockerheit. Man kann sich bei uns auf jeden Fall per Videotelefonie bewerben, man braucht keinen Lebenslauf, keine Zeugnisse, gar nichts. Wir finden, dass wenn jemand beschließt, dass er sich freiwillig bewirbt, bei uns zu arbeiten, dann finde ich das schon eine Riesenqualifikation, weil das ist ja heute schon eigentlich die Hauptvoraussetzung. Und wenn der von alleine den Antrieb hat, also Lust hat, das zu tun, den Rest können wir ihm beibringen. Ich habe gelesen, dass ihr tatsächlich in der Landwirtschaft beispielsweise auch, natürlich Erntehelfer kommen meistens aus dem osteuropäischen, mitteleuropäischen Ausland, dass ihr da tatsächlich mittlerweile auf Agenturen verzichten könnt. Ist das korrekt und wie habt ihr das bis dahin geschafft? Also hauptsächlich durch eine Website und eine App, dass wir die Agenturen, also in speziell in der Ukraine und in Rumänien, die vorher nämlich sehr, sehr viel Geld, auch unkontrolliert viel Geld den Leuten abgenommen haben für diese Vermittlungsleistung, ausgeschaltet haben, indem wir also eine Website gebaut haben, die auf 4 Sprachen mit Videos und so weiter, also den Betrieb genau vorstellt und mündet dann, also wenn man in diesen Bewerbungsprozess reingeht, dann seine Studienbescheinigung zum Beispiel hochlädt, um bei uns zu arbeiten. Die braucht man nicht, weil wir die sehen wollen, wie gut das Studium läuft oder so, sondern die Studienbescheinigung einfach, damit man eine Arbeitsgenehmigung in Deutschland kriegt, wenn man aus einem Drittland, also nicht aus der EU kommt. Und dann kann man sich eine Berechtigung kriegt man dann, um die App runterzuladen. Und so haben wir versucht, also diese Bewerbungsprozesse eben elektronisch zu machen, so gut es eben geht. Und das ist sehr erfolgreich jetzt seit 2 Jahren. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wir haben noch 1-2 Minütchen. Es sind so viele Menschen freiwillig vor, sonst plaudere ich hier munter weiter. Okay, sonst macht euch bemerkbar. Wie gesagt, ich warte noch auf die Erdbeertricks. Hättest du, nochmal zurück zum Anfang, hättest du gegründet, wenn du nicht aus einer Unternehmerfamilie gekommen wärst? Das ist schwer zu sagen. Ich bin ja, so wie meine Kinder auch, also nicht davon verschont bleiben, dass meine Frau und ich quasi nonstop über irgendwas Karlsiges sozusagen reden in unserer ganzen Familie. Es ist bei mir zu Hause auch so gewesen. Und so hatte ich schon so ein bisschen immer so diesen Drang, doch auch irgendwas selbst zu machen. Und ich denke mal, das hat ein bisschen mitgeprägt. Ob ich denn sonst ohne meine Eltern das so gemacht hätte, das weiß ich nicht. Wie gibst du das jetzt deinen Kindern mit? Oder gibst du es überhaupt deinen Kindern mit? Ist das also ich versuche es so heimlich zu machen, indem ich denen ein Leben vorlebe, was schön ist sozusagen, was Spaß macht, wo man viel Erfüllung fühlt, dass diese Arbeit, dieser Job, diese Mission sozusagen eben auch eine wunderschöne Aufgabe ist. Aber was wir, da bin ich mir auch mit meiner Frau sozusagen einig, dass wir nicht also wir machen da keinen Druck oder reden da dauernd drüber, naja, und später müsst ihr aber hier den Laden übernehmen und so weiter, weil, also meine älteste Tochter, die ist 20, mittlere ist 18 und der jüngste ist 16. Also wir glauben, dass das vielleicht dann eher gelingt, wenn die so einfach spüren, dass es schön sein kann. Eine kleine Abschlussfrage, wenn nichts aus dem Publikum kommt. Okay. Ihr hattet die Chance.
Ihr habt wahnsinnig viele Produkte in euren Regalen stehen, von der Marmelade bis hin zum Erdbeerklodeckel. Was würdest du sagen, war deine große Überraschung? Welches Produkt ist so strange, dass es sich trotzdem verkauft und du denkst, wieso kaufen das die Leute? Erdbeerbratwurst. Eindeutig. Also, weil das war auch nicht unsere Idee. Das hat ein Kunde, der kam übrigens sogar aus Sachsen. Der war immer auch einer von denjenigen, die irgendwie auf dem Weg zum Fischland Dars immer mal bei Karls waren. Und der kam dann irgendwann an, so, ja, ich habe hier eine Erdbeerbratwurst. Und so, nee, wirklich, also das braucht wirklich kein Mensch, eine Erdbeerbratwurst. Und dann haben wir aber angefangen, das ist ja aber schon 10 Jahre her, die zu verkaufen. Und heute könnte man sich das nicht mehr vorstellen, also Karls ohne Erdbeerbratwurst. Und die schmeckt gut, die ist nicht besonders erdbeerig oder sie ist so ganz leicht rosa und hat so einen ganz leichten Erdbeertouch, aber ist am Ende eine Bratwurst. Gibt es die auch in vegan und vegetarisch? Nein. Ah. Da haben wir es gefunden. Das kommt dann noch bald. Noch nicht. Ganz herzlichen Dank für alle, die weiter mehr zur Geschäftsstrategie, Wachstum, Skalierung von Karls hören wollen. Dann bleibt gerne sitzen. Jetzt folgt der Podcast, die Podcastaufnahme mit Detektor FM. Und ich bin dann danach wieder für euch da. Ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke. Und ich nehme das mal mit. Wir nehmen jetzt einen Podcast hier auf der Bühne auf. Habe ich das so richtig verstanden, ne? Sie nicken, die Technik nickt. Das ist cool. Viel Spaß. Danke.